Neben dem eigentlichen Spiel Honey, I Joined a Cult möchte ich heute auch etwas näher auf das Thema Sekten und Kulte allgemein eingehen, weil ich es einfach für sehr interessant halte. Daher wird es aber auch etwas anschaulicher und für zartbesättigte Gemüter vielleicht nicht ganz so einfach zu verkraften. Das ist doch absolut in Ordnung so. Wenn du dich also nicht für das Thema Sekten und Kulte interessierst oder einfach nur für das Videospiel hier bist, kannst du dich gerne an die Timestamps in der Beschreibung oder an die Timeline unten im Video wenden. Aber jetzt erstmal viel Spaß! Sekten und Kulte, ein gleichermaßen faszinierendes wie äußerst sensibles Thema. Einerseits, da wir nicht klar sagen können, woher die Überzeugungen der einzelnen Mitglieder kommen, noch was dazu führt, dass sie sich diesen destruktiven Gruppierungen hingeben. In den allgemeinen Fokus rückten diese kleinen Gruppen wahrscheinlich vor allem mit dem Aufkommen der Manson Family. Die Manson Family, oder auch kurz Family, ist ein kleiner Kult, der sich rund um seinen Anführer Charles Manson gegründet hat. Vier grausame Verbrechen sind ganz klar auf diese Gruppe zurückzuschreiben. Aber der wohl bekannteste ist wahrscheinlich der Mord an Sharon Tate, der Verlobten des Hollywood-Regisseurs Roman Polanski. Die damals hochschwangere Frau wurde in ihrem eigenen Haus am 9.9.1996 mit mehreren Stichen in den Bauch ermordet. Anschließend schrieben die Anhänger der Family das Wort Pig mit ihrem Blut an die Wand und verließen das Grundstück. Wer mehr über dieses Thema erfahren will, dem verlinke ich einige Dokus hier auf YouTube in der Infobox und einen Film will ich euch auch noch empfehlen, und zwar Once Upon a Time in Hollywood. In diesem Film gehen sie recht komödiantisch, aber teils auch recht ernst an das ganze Thema ran. Also für die Fans der Tarantino-Filme sowieso ein absolutes Muss. Aber starten wir doch mit der eigentlichen Review für heute und mit der Story von Honey, I Joined a Cult. Die Story. Wir sind die Anführer eines glorreichen Kultes, der dann leider Opfer einer Razzia wird. Wir als Anführer des Kultes und kluger Kopf haben uns zusammen mit einem gehörigen Batzen Geld und ein paar treuen Anhängern auf die Reise in eine neue Stadt gemacht. Von hier aus müssen wir nun einen neuen Kult aufbauen, natürlich unter einem anderen Namen und einem anderen Gott, andernfalls würden uns die Polente natürlich direkt wieder im Nacken sitzen. Von hier aus starten wir, unser Netzwerk aufzubauen. Ein neuer Kult, ein neues Gebäude, neue Anhänger, neue Machenschaften und vor allem ein neues Ziel. Die Sonnentempler und Jonestown. Wenn wir über Kulte und Sekten reden, dann denken wir natürlich neben Gruppen wie der Manson Family auch oft an UFO-Sekten, die Vorreiter der heutig weit verbreiteten Verschwörungsschwurbler. Wenn wir an diese Gruppen denken, denken wir meist begleitend leider auch an rituelle Selbstmorde, wenn alle aus einem großen Topf voll vergiftetem Punsch trinken. Visuell in Szene gesetzt ist das wirklich sehr gut in der Serie Akte X in der Episode 5 der vierten Staffel mit dem Titel Rückkehr der Seelen. Und auch hier wird schon mit dem verglichen, worauf ich nun hinaus wollte. Das wahrscheinlich berühmteste Massenselbstmordereignis der Geschichte war das Massaker von Jonestown. Der damals groß gewordene People's Temple reiste samt seines Anführers Jim Jones aus den Vereinigten Staaten aus und in eine kleine Kommune im Land Guanas, einem Land im Norden des südamerikanischen Kontinents. Dort lebten die rund 1100 Mitglieder hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Am 18. November 1978 allerdings kam es zu einer schrecklichen Katastrophe. Als sich die Mitglieder einem mit Gift versetztes Gebräu zuflößten und daraufhin verstarben, 909 Menschen kamen mit diesem Tag zu Tode. Dieses Ereignis war in seinen schieren Ausmaßen so unglaublich schrecklich, dass die amerikanischen Behörden den Begriff Second Jonestown in ihren Sprachtonus aufnahmen und die Wiederholung eines derart schrecklichen Ereignisses um jeden Preis verhindern. Aber auch hier in Europa haben wir es schon mit Sekten und rituellen Selbstmorden zu tun bekommen. Beispielsweise die Sonnentempler, einer französisch-schweizerisch-apokalyptisch ausgerichteten Sekte. Apokalyptisch ausgerichtet bedeutet, dass sie an den Weltuntergang glauben, der in wenigen Monaten oder Jahren bevorsteht. Anfangs hatte man sie nicht großartig von anderen Sekten unterscheiden können. Strikte Doktrin, aufgezwungene Ernährung, Riten, Abschottung von der Außenwelt und die Kontrolle der Gemüter sowie dem privaten Besitz der Anhänger. Aber dann kam es zu einem fast schon schicksalhaften Ereignis. Ihr müsst wissen, dass Kult- und Sektenführer in der Regel emotional und psychisch fanatisch egozentrische Verhaltensweisen zeigen. Die meisten dieser Menschen halten sich selbst entweder für Gott oder für den Einzigen, der richtig deuten kann, was dieser der Menschheit mitteilen will. Das im Zusammenspiel mit der absoluten Loyalität ihrer Anhänger bestärkt diese Menschen noch weiter. Dadurch steigt ihr Selbstwertgefühl und auch ihr egozentrisches Weltbild, ein Teufelskreis der psychischen Manipulation innerhalb einer Sekte.
Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, damit ihr vielleicht auch nur im Ansatz irgendwo nachvollziehen könnt, was passiert ist, dass das passiert ist, was nun mal passiert ist. Die Mord-Selbstmord-Ereignisse der Sonnentempler sind in 4 Abschnitte unterteilt. Das erste dieser Abschnitte, die auch als Massaker bezeichnet werden, ist etwas kompliziert und eigentlich recht schwer zu erklären, deshalb hier erstmal ein paar Eckdaten. Für einen Großteil seiner Zeit lag die Leitung des Sonnentemplerordens bei Luke Jarrett und Joseph DiMambro. Diese beiden gaben sich als okkulte Überwesen aus. Jarrett war in diesem Part eine Art Wunderheiler, der durch Homöopathie und andere Wunderheilungen oder Wundermittel den Menschen einen Ausweg versprach, während sich DiMambro als Erzmagier oder Großmagier des Kultes ausgab und sich selbst als Wiedergeburt von Osiris, Moses und eines mittelalterlichen Mönches sah. Der zweite von beiden, also DiMambro, bekam ein Kind, genauer gesagt eine Tochter, die er anschließend als das kosmische Kind bezeichnet, da sie auch unter kosmisch-mythischen Umständen gezeugt sein worden soll. Und er gab seiner Tochter den Namen Emanuela. Etwas weiter weg, genauer gesagt in der kanadischen Stadt Montreal, hatte der Kultführer 2 Häuser. Dieser leicht random Klingdefekt ist leider keine Einleitung zu einer neuen Episode Schicke Häuser. Auf diese Häuser achtete nämlich das Ehepaar Dutowit. Es waren glückliche Zeiten für das junge Ehepaar, denn sie hatten gerade erst einen Sohn bekommen. Diesen nannten sie Christopher Emmanuel. Das Problem hierbei ist nun die Tatsache, dass die Tochter von DiMambro Emanuele hieß. Und die Tatsache, dass ein Neugeborenes auf einem anderen Kontinent einen ähnlichen zweiten Vornamen hatte wie dieser Mensch, erzürnte ihn derartig, dass er den Jungen kurzerhand zum Antichrist ernannte. Nun kam es leider, wie es kommen musste. DiMambro entsandte 2 seiner Leute quer über den Kontinent nach Montreal. Und am 30. September 1994 wurde die gesamte Familie Dutowit in einer brutalen Messerstecherei ermordet. Die beiden dafür verantwortlichen Täter nahmen anschließend ein Muskelrelaxat ein und steckten die Häuser in Flammen. Beide kamen darin um. Der zweite Vorfall geschah am 4. und 5. Oktober 1994. Am 4. Oktober kamen bei einem ersten Massenselbstmord in Freiburg in der Schweiz 48 Menschen ums Leben. Einige hingerichtet als Verräter, aber die meisten davon freiwillig. Am 5. Oktober 25 weitere. Unter ihnen auch die Anführer des Kultes, Jarrett und DiMambro, sowie das kosmische Kind des Kultführers. Auch wenn man hoffte, dass durch den Tod der Sektenführer die Gefahr gebannt war, rieten die Experten weiter wachsam zu sein. Und so kam es auch. Am 23. Dezember 1995 wurden 16 verkohlte Leichen gefunden. Diese waren in einen Kreis nebeneinander gelegt und die Füße zeigten auf einen Scheiterhaufen in der Mitte. 14 der Opfer hatten ein Muskelrelaxat injiziert bekommen und wurden daraufhin in den Kopf erschossen. Die beiden für die Tat verantwortlichen Gruppenführer fand man im Zentrum der Gruppe. Sie hatten sich selbst und die Leute mit Brandbeschleuniger überschüttet und sich anschließend selbst das Leben genommen. Der rituelle Selbstmord, den die Sonnentempler Transit nannten und dank dem sie zum Planeten Sirius reisen wollten, um der drohenden Apokalypse zu entgehen, sollte aber noch ein letztes Mal wiederkehren. Am 4. März 1997 brannte ein Landhaus in Quebec in Kanada nieder, in dem 5 Leichen geborgen wurden. Aus einem Nebenhaus, das ebenfalls abgebrannt war, entkamen kurz davor 3 Kinder. Das Mädchen und die beiden Jungen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren waren unter Drogen gesetzt worden und erzählten, dass sich ihre Eltern auf die Reise zum Planeten Sirius gemacht hatten. Die Mitglieder hinterließen einige testamentarische Pressemitteilungen, die postmortem veröffentlicht werden sollten. Sie waren beschriftet mit dem Leitsatz der Templer. Wir, treue Diener des Rosenkreuzes, erklären: So wie wir eines Tages verschwunden sind, werden wir wiederkehren. Denn das Rosenkreuz ist unsterblich, gleich ihm sind wir von jeher und auf immer. Die Mechanik. Die insgesamte Mechanik hat mich während dem Spiel immer wieder an Prison Architect erinnert, einem anderen lustigen kleinen Strategieaufbau- und Wirtschaftssimulatörchen von Paradox Interactive, das schon 2015 erschienen ist. Unsere Aufgabe ist es, einen funktionierenden Kult zu erschaffen. Dazu brauchen wir 3 Dinge: Geld, Anhänger und einen Tempel.
Mit einem kleinen Startguthaben aus unserer letzten Aktion müssen wir uns also nun einen kleinen Tempel errichten. Alles erst einmal provisorisch. Betten aus Stroh, jeder eine Kiste für persönliche Sachen und als Toiletten müssen Eimer reichen. Dann brauchen wir natürlich noch etwas, das Außenstehende überzeugt, sich uns anzuschließen. Einen Altarraum samt Götzen. Ich habe mir selbst den Kult um den schreienden Fisch aufgebaut. Nun, da wir unsere ersten kleinen Tempel errichtet haben, müssen wir forschen und mehr Technologien und Räume freischalten, um unsere Anhänger bei Laune zu halten. Wir können sie auch auf Missionen zur PR oder Beschaffen von Gegenständen schicken. Wir kriegen mehr Anhänger. Wir brauchen mehr Bänke im Altarraum und mehr Angebote zum Entspannen und Indoktrinieren. Yoga, Meditation, elektrische Gehirnwäsche, wir expandieren weiter. Wir werden größer. Magenverjüngungstherapien und Geisteranrufungen kommen als neue Angebote dazu. Der Kult wächst. Wir kriegen mehr Geld und Glaube, mit dem wir neue Dinge erforschen können. Aber trotz allem müssen wir immer darauf achten, dass uns die Polente nicht auf die Spuren kommt. Jeder wütende Anhänger des Kultes, den wir akquirieren und der uns verlässt, ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko, das die Gefahr auf eine Razzia immer weiter erhöht. Also müssen wir immer gut planen, um Risikoaktionen herummanövrieren und unseren Kult vor solchen Angriffen schützen. Aum Shinrikyo. Aber nicht nur an sich selbst, sondern auch an der unbeteiligten Öffentlichkeit können Sekten und Kulte bestialische Anschläge verüben. Einer der dabei wahrscheinlich berühmtesten ist der japanische Kult Aum Shinrikyo. Der Kult selbst bildet sich um ihren Gründer, Führer und Allerheiligsten Shoko Asahara. Ähnlich wie die Sonnentempler gehen auch Aum Shinrikyo davon aus, dass sich die Erde in einem flammenden Inferno am Ende befindet. Asahara sei das Lamm Gottes und Christus selbst gleichzeitig. Die Mitglieder begannen damit, hinter den verschlossenen Türen der diversen Gebäude des Kultes einen teuflischen Plan auszuarbeiten. Bevor wir aber zu dem Anschlag des Kultes kommen, finde ich es erwähnenswert, wie viel öffentliche Publicity der Kult abgestrahlt hat. Neben den üblichen Reden und Bekehrungsseminaren, bei denen Asahara übrigens immer ganz andächtig auf einem Kissen hereingefahren wurde, gab es auch Interviews in Talkshows, bei denen er sogar einmal Takeshi Kitano getroffen hatte, einen japanischen Regisseur und Schauspieler, den manche von euch wahrscheinlich in der Realverfilmung des Animes Ghost in the Shell gesehen haben oder in seiner wahrscheinlich berühmtesten Rolle als Takeshi. Von Takeshis Castle, der weltberühmte Moderator von Japans beliebtester Gameshow, fucking Takeshi himself, saß in einem Interview mit dem schlimmsten Sektenführer in der Geschichte Japans. Ja, それ以上のものをやはり求めようとすると。僕なんかはやっぱりこう経済的にも何でもいいんですけどね、別に。だけど最近やっぱり心の問題には間違いないんです。Ich meine, what the fuck? Ach ja, und der Kult hatte seinen eigenen Anime. Seinen eigenen verdammten Anime. Er lief aber zum Glück nie im japanischen Free-TV. Es gibt aber einen kompletten Zusammenschnitt aller Episoden auf YouTube, auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sekte, den habe ich euch mal unten in die Beschreibung gepackt. Doch nun zum Anschlag. Am 20. März 1995 wurde in der Tokioter U-Bahn von 5 Mitgliedern der Sekte in 5 unterschiedlichen Zügen insgesamt 11 in Zeitungspapier gehüllte Plastikbeutel verteilt. Darin befand sich das flüssige Nervengas Sarin. Kurz vor ihrem Aussteigen stachen die Männer mit Regenschirmen in die Beutel, die das Gift enthielten, und entkamen in Fluchtautos, die samt Fahrer vor den Toren der Station bereitstanden. Wer schon mal Bilder oder Videos der U-Bahn in Tokio gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeuten könnte, aber es kam dann doch zum Glück etwas besser als gedacht. Die Todesopfer beliefen sich, wenn auch schrecklich, lediglich auf 13 Menschen. 1000 weitere wurden verletzt, 37 davon schwer. Insgesamt beträgt die Anzahl der Opfer des Anschlags 6252. Diese doch relativ geringe Zahl an Opfern ist vermutlich auf die geringe Qualität des Gases und die ineffektive Ausbreitungsmethode zurückzuführen. Der Kultanführer Asahara wurde zum Tode verurteilt und am 6. Juli 2018, also mehr als 20 Jahre nach dem Anschlag, durch Erhängen exekutiert. Looten und Leveln. Zu looten gibt es eigentlich nichts, aber zu leveln dafür umso mehr. Zum einen können wir unsere Anhänger einzeln leveln. Jeder Anhänger, den wir in den Kult aufnehmen, hat seine eigenen Spezialisierungen.
Manche kommen von vornherein mit einem erhöhten Empathie- oder einem negativen Intelligenzwert. In unterschiedlichen Räumen sind unterschiedliche Fähigkeiten gefragt, wie Geselligkeit und Empathie am Empfang und Intelligenz im Forschungsraum. Auch geben die Eigenschaften der Mitglieder einzigartige Vor- und Nachteile, die sich auf die Fähigkeiten und damit auch auf ihre Möglichkeiten, bestimmtere Berufe auszuführen, auswirken. Auch gibt es variable Effekte, die sich auf die Anhänger auswirken, die durch schlechtes Essen, mindere sanitäre Anlagen oder Langeweile hervorgerufen werden und auch die Fähigkeiten beeinflussen. Und als zweites können wir noch den Technologiebaum erforschen. Forschung finanzieren wir über Einfluss. Diesen bekommen wir bei Gebeten von Anhängern oder Mitgliedern des Kultes. Hier können wir neue und bessere Gegenstände für unsere Räume freischalten, ganz neue Räume und Angebote in den Tempel bringen oder neue Missionen auf der Karte freischalten. Unten in der Ecke sehen wir jederzeit, wie viele Ressourcen wir von was haben. Geld ist das oberste. Glaube wird durch die blaue Taube symbolisiert, der Einfluss ist der gelbe Wirbel, das lilane Mikrofon ist unsere Reichweite und die rote Flamme ist der Ermittlerdruck, den wir bei der Polizei erregt haben. Die Church of Satan. Wenn man heute von Satanisten hört, denkt man oft an das, was Medien und über die Zeit fundamentalisierte Gedanken uns zeigt. Dunkle Kutten und düstere Räume mit blutigen Altären, vor denen grimmige Priester unschuldige Jungfrauen ausweiden. Aber das stimmt so überhaupt nicht. Die heute bekannte Church of Satan wurde am 30. April 1966 gegründet. Dieses Datum war nicht zufällig, denn in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist Walpurgisnacht. Wer darüber mehr erfahren will, dem verlinke ich was in der Beschreibung. Die heute bekannte Church of Satan ist aus den Lehren Antons Sandor Lavey's entstanden, der sich nicht etwa darauf verstand, die Menschen mit der dunklen Magie des Fürsten Luzifers in die Hölle zu führen. Technisch gesehen hat er genau das Gegenteil getan. Die satanische Bibel, die er geschrieben hatte, sagt ganz klar, dass es so etwas wie Götter gar nicht gibt. In diesem gesamten Werk ist Satan als Archetypen zu verstehen, mit dem man sich identifizieren soll und nicht etwas kosmisch Übermächtiges, das man anbeten sollte. Der allgemeine Überbegriff ist eher atheistisch zu verstehen als religiös. Wer über dieses Thema und die Church of Satan mehr erfahren will, dem verlinke ich ihre offizielle Webseite unten in der Beschreibung und auch einen Link auf Amazon, mit dem ihr euch die satanische Bibel holen könnt. Ein wirklich interessantes Buch, muss ich sagen. Pro und Contra. Honey, I Jet the Cult ist ein lustiges kleines Aufbau- und Wirtschaftssimulationsspiel, das in seiner Aufmachung und Spielart ganz klar an Prison Architect erinnert, aber durch seine verschrobene und einzigartige Thematik ganz klar einen eigenen Twist in das Ganze bringt. Die morbide Herangehensweise an kritische Thematiken, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen, ist wirklich gut gelungen. Und das nicht allzu komplexe System zusammen mit dem durchaus gut gelungenen Tutorial lässt auch unerfahrene Spieler früh eigene Erfolge feiern. Aber ich würde mir eine etwas größere Auswahl an Räumen und Gegenständen wünschen. Auch wäre etwas mehr Realismus durchaus cool, aber nicht zwingend notwendig. Ich kann verstehen, wenn etwas bewusste Entfernung zu dem Thema gelassen werden wollte. Aber trotzdem fände ich es immersiver, wenn man auch Schwarzmarkthandel, Waffenherstellung oder den Verkauf der privaten Gegenstände neuer Mitglieder als mögliche Spielmechanik gehabt hätte. Aber möglicherweise kommt das ja noch in einem Update. Die Thule-Gesellschaft. Hier möchte ich nur mal kurz etwas dazwischen werfen, weil wird ja jetzt auch schon recht lang. Und zwar möchte ich auf die Thule-Gesellschaft eingehen. Jeder, der sich mit Verschwörungsschwurblern etwas auseinandergesetzt hat, wird neben den klassischen Satanisten und Illuminaten auch die Thule-Gesellschaft als bekanntes Böses identifizieren. Das hat besonders damit zu tun, dass die Thule als böser Orden der Nazi-Zeit gehandhabt wird. Was aber nicht stimmt. Ich möchte hier aber ganz klar eins klarstellen. Die Ausrichtung des Ordens war ganz klar antisemitisch. Sie haben den jüdischen Glauben als großen Feind betrachtet und geglaubt, dass es eine große jüdische Verschwörung geben wird, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Aber mit dem völkisch-rassistischen Gedankengut der NS-Zeit übereinstimmt. Allerdings wurde der Orden 1918, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gegründet, aber dann auch 1925 wieder aufgelöst. Viele der Mitglieder der NSDAP waren Mitglieder der Thule, Hitler selbst aber nie. Auch hatte die Thule viel mit der Gründung der NSDAP zu tun, aber wurde wie gesagt 1925 aufgelöst und 1932 sogar aus dem Vereinsregister gelöscht, also noch vor Anfang des Zweiten Weltkriegs und der Übernahme der NSDAP als regierende Partei. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen, weil es mich schon länger gestört hat. Sind und bleiben aber trotzdem zurückgebliebene rechte Scheißklumpen, also hätte ich mir das eigentlich auch sparen können. Mein Fazit. Honey, I Jet the Cult war für mich sehr lange ein erwarteter Top-Titel, der mich mit seinem Release, um ehrlich zu sein, etwas überrascht hat. Da ich auch lange Stunden mit Prison Architect verbracht habe, schien es mir nur logisch, diesem Titel auch eine Chance zu geben. Und ich persönlich wurde nicht enttäuscht. Auch wenn Honey, I Jet the Cult ganz klar mehr Aspekte auf den wirtschaftlichen als den architektiven Punkt setzt, für mich ist und bleibt es eine wirklich positive Spielerfahrung, die ich euch allen nur ans Herz legen will. Auch wenn es noch keine finalen Ausmaße angenommen hat, ist es jetzt schon eine Empfehlung wert. Und wenn ihr es euch holt, schreibt mir eure Meinung einfach unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt aber weiter zum nächsten Spiel. Also, bis dahin.